Ich glaube, dass die Ideen nur in so einem Zustand entstehen. Bei mir ist das so. Wenn man totale Ruhe hat und schwach Langeweile, das ist ein Zustand, nennt man, glaube ich, Muße im Altertum. Man darf nicht überanstrengt sein, überstresst sein oder so, dann stimmen die EEG-Wellen nicht. Also in Wellen gesprochen, ist, glaube ich, kommen die Ideen in Theta-Wellen, ganz langen Wellen und nicht im Beta-Wellen-Modus. Und die Ideen kommen mir natürlich nicht in Meetings, was ich immer kritisiere. Man wird immer in Meetings gesetzt und soll Brainstorming machen, dann ist aber Stress. Viele sagen ja, man muss da am Strand liegen, sich ein bisschen langweilen oder im Garten arbeiten. Das ist bei mir eher so, oder spazieren gehen. Und dann kommen irgendwie manchmal so die Ideen, manchmal auch im Schlaf. Also ich habe jetzt auch öfter einen Zettel daneben liegen. Ich hab schon mal, glaube ich, echte denkwürdige Erfindungen gemacht und wieder vergessen. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß aber, dass ich um 2 eine geniale Idee hatte. Das muss nicht stimmen. Also so 90% der Ideen um 2 Uhr sind grob falsch. Man ist zu optimistisch, aber manche sind ganz toll. Und im Grunde diese ganze Meetingskultur und das unter Stress setzen, jetzt soll dir mal was einfallen, das führt zu nichts. Also ich kann Ihnen einfach die Aufgabe geben, Sie sollen mal schnell in ungefähr 1:40 ein Hochzeitsgedicht schreiben, aber es soll lieb sein. Ja, und dann sagen Sie, und sagt das Gehirn, kann ich nicht, will ich nicht, geht, ja, so. Und man muss ein bisschen runterdämpfen. Es ist, wie gesagt, die Unternehmenswirklichkeit lässt das oft nicht zu.